Hi! Ich bin der Seth. Ich habe einen leichten Dachschaden. Ach was. Nee, mit eurem Internet ist übrigens alles in Ordnung. Hab euch nur ein bisschen verarscht. War jetzt nicht so witzig? Perfekt. Ich hoffe, ihr nehmt's mir übel. Willst du Stress? Ha? Willst du Stress? Wieso? Das war auf jeden Fall persönlich gemeint. Ist ja auch kein großes Geheimnis, dass ich gerade absolut keinen Bock habe, hier zu sitzen und für euch ein Video zu... Oh Mann. Könnt ihr einfach das Video liken. Dann können wir Feierabend machen. Gibt ja auch immer noch Leute, die sich tatsächlich wünschen, dass ich mal hin und wieder etwas ernsthaftere Elemente in meine Videos einfließen lasse. Gut, ich selber habe da schon eine konkrete Meinung zu, finde aber, ein guter YouTube-Kollege von mir hat das damals ein bisschen besser in Worte fassen können. Und im Endeffekt, Leute, geht's ja auch darum, dass wenn der liebe Simon Unge mal zufällig auf eines meiner Videos reagiert, ja, kein Problem, soll er am besten überhaupt nicht checken, worum es gerade geht. Ich wünsche dir so hart dieses eklige Gefühl, was du... Simon, like doch einfach das Video, dann kannst du Feierabend machen. Aber für uns ist jetzt erstmal Schichtbeginn. Yeah! Könnt ihr euch noch an The Frost erinnern? Brille viel, Mann, Alter. Nee, ist okay. Ich fühle mich genauso, wie du aussiehst. Oh, Genau das. Manche meinten ja, ich hätte einfach nur die Botschaft des Games nicht geschnallt. Ich bin da anderer Meinung. Ich fand es zwar einfach bloß ein Scheißspiel. Aber es hat sich herausgestellt, der Entwickler hat nicht nur einen Furz gelassen, sondern einfach noch richtig viele andere Games rausgehauen, die bestimmt richtig klasse sind. Ja, da wird halt ordentlich aufgehäuft. Wenn der Typ sich einmal aufs Klo setzt, der macht einen ganzen Mount Everest, Alter. Und da habe ich mich so entschlossen, nicht aus dem Fenster zu springen, sondern mir auf jeden Fall davon noch ein paar anzugucken. Dann gäbe es wenigstens einen Grund. Beginnen wir mit einem Game namens Apartment. Oder wie die Deutschen sagen, Apartment. Wir haben schon wieder eine Telefonzelle in unserer Wohnung. Warum? Was zum... Was? Warum ist hier eine Telefonzelle in dem Haus? Was? Simon Unge, ich verstehe es auch nicht mehr. Ja, was ist denn? Wir haben noch nicht mal ein Telefon. Dafür hat es nicht mehr gereicht. Freut mich aber auf jeden Fall, dass du Platz gefunden hast für deine drei Möbelstücke. Man fühlt sich sonst doch immer so eingeengt. Nee, es erwärmt echt mein Herz, dass es noch Menschen gibt, die Möbel in artgerechter Haltung unterbringen. Wo ist mein Regensound? Ich fand das so erheiternd. Was war denn jetzt hier mit der kleinen Telefon-Experience? Was haben wir denn nun davon? Wer hat denn angerufen? Ich glaube, es war Blackbeard, der Pirat. Der will seinen Schatz zurück. Oh. Ja? Wenn das der Anrufer ist, ich schlag dich blau. Guter Witz. Was fällt Ihnen eigentlich ein, hier mitten in der Nacht in meiner Bude rumzustehen und hässlich zu sein? Können Sie mir das... Bitte erklären. Nee, sparen Sie sich. Simon, wollen wir Feierabend machen? Jetzt mal bitte alle Feiergudismus in den Chat. Weiter geht's mit The House. Oder wie die Deutschen sagen, lassen wir das. Ich kann nicht schlafen in diesem Sturm. Ach, da ist ja wieder mein Regensound. Vielleicht finde ich irgendwas zu tun. Schmeißt du einen Computer an, kannst du ein bisschen Apartment zocken. Also ich meine, so für so eine Minute ist es schon ein Erlebnis. Ich habe jetzt gedacht, hier geht's irgendwie die Treppe runter. Das ist das Haus? Das ist The House? Okay. Ach, hier geht's weiter. Ah, alles klar. Sorry. Wahrscheinlich. Auf John Wick angelehnt, Alter. Das steht halt immer so auf, Leute. Ich weiß nicht, was ihr daran merkwürdig findet. Oh, das... Oh Gott! Ich habe sehr viele Fragen. Ich möchte auf keine davon eingehen. Machen wir einfach weiter. Vielleicht finden wir irgendwas zu tun. Was ist das? Was ist das hier? Was ist diese außergewöhnliche Betonfläche? Mitten in meinem Treppenhaus. Okay. Kann ich da nicht ein bisschen Erde drauf streuen, Blumen anpflanzen oder so, dass es ein bisschen schöner ist? Vielleicht so ein Minigolfplatz oder so. Das wäre doch was. Vielleicht mit dem ganzen Platz, den ich habe, wenigstens was anfangen. Aber hier geht's gleich weiter mit der Schach-Experience. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich da noch irgendwo einen AC/DC-Patch rumliegen. Den kann ich mir dann auf jeden Fall auf entspannt auf meine Lederjacke nähen. Ich kann hier nicht rein, sagst du? Meine Güte. Ja, ich schätze mal, der Donut gestern Abend hätte es auch nicht mehr sein müssen. Kann ich mehr hoch, ja? Ach, verdammt. The House. Oh. Ein Handy. Damit kann ich nichts anfangen. Okay, warum auch? Dachte, ich werde hier mit einer Runde Fortnite Mobile beglückt, aber scheinbar darf ich nichts Schönes haben. Außer dieses Haus, das ist natürlich wirklich wunderschön. Oder wie die Deutschen sagen, hässlich. Ach so, warte mal. Hier hoch? Nee. Hier hoch? Oh yeah. Das war im Sonderangebot, fragt bitte nicht. Oh, was ist denn hier los? Och, nee. Jetzt wild... LOL!
Not bad, Alter! Okay, das war ja wirklich fast gruselig. Oder wie die Deutschen. Ja, der verzieht keine Miene. Für irgendwelche Geister, die mir im Nacken rumkauen, bin ich halt einfach mal viel zu awesome. Mit meiner schwarzen Toilette. Da wird Satan zu Ehren noch immer ordentlich ein Häufchen gesetzt. Ach, jetzt ist die Tür aufgegangen plötzlich, oder was? Ich habe hier gar keine Tür mehr. Wovon redest du? Was für eine Tür? Ich bin übrigens gewollt sarkastisch, Leute. Ich mache bloß ein bisschen Spaß. Ich meine, ich bin ja eigentlich jetzt mal Real Talk dankbar dafür, dass ich hier so ein paar kostenlose Erlebnisse präsentiert bekomme, ja. Ich kann es halt nicht selber. Deswegen muss man mit dem haushalten, was man kriegen kann. Aber, ich meine, The Frost war wenigstens ein richtiges Spiel. Also ja, es war kacke und alles. Das ging an sich, also es war ein Spiel, ja. Aber diese hier, also beziehungsweise das letzte, mit dem hier bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aha, jetzt geht's los. Okay, doch, ich habe mich geirrt. Wir gehen in den Keller bei einem Horrorspiel. Wir kriegen jetzt hier die volle Breitseite ab. So eine Taschenlampe abzubekommen, wäre auch mal eine Maßnahme, aber ich möchte mich nicht beschweren. Was ist denn? Was ist denn schlimm immer? Hier wohnt das Ventil, Alter. Okay, und das durfte ich jetzt vorhin nicht sehen? Oh, ach so, warte mal, da liegt eine Leiche. Oh, sorry, sie sind mir gar nicht aufgefallen. Oh, warte mal, was ist das? Was soll das denn sein? Da liegt ein dicker Lilliputaner, Alter. Was? Und er ist nackig. Oh, nö. Der Brechstange erschlagen. Das Balk. Weil es wieder umgezogen war. Ja, das hast du nur davon. Warum ich... Leute, wollen wir nicht wieder The Apartment spielen? Oh, ja, kommen Sie doch alle rein. Machen Sie es sich gemütlich. Ich empfehle ja das Badezimmer. Da geht's richtig ab. Oh, ich darf noch nicht raus. Die Tür ist halt sinnlos offen. Ich muss vorher da irgendwas anderes unternehmen. Warum ist die Tür dann offen? Ich hasse es, wenn Spiele sowas machen. Ich finde das so dumm, ey. Halt, lass mich doch... Oh! Oh. Ja. Die war nicht im Sonderangebot. Die gab es sogar kostenlos. Warum, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Ja, jetzt haben wir hier kein Spiel. Kannst die Nummer von eben gerade jetzt nicht mehr abziehen. Damit kommst du jetzt nicht mehr durch. Oh, hi. Grüß dich. Na, Mütterchen? Du siehst hungrig aus. Aber Essen ist leider aus. Vielleicht finden sie aber im Badezimmer so einen einsamen Herrn, der sich in ihrem Nacken gemütlich macht. Eventuell wäre das was für sie. Mit mehr kann ich leider nicht bieten. Wir spielen The House. Ist ihnen das nicht aufgefallen? Oh. Oh, okay. Oh. Ich, ja gut. Das war's dann wohl. Hat's jetzt wohl nicht so Bock drauf gehabt. Leute, seid ihr doch da? Ha! Zwar immer noch kein Menü, aber wenigstens schon mal ein Intro. Meine Herren. Also, und da. Ja, ich meine, hey, komm. The House war wenigstens lustig, oder? Ich meine, wenn das davor, The Apartment, ungefähr auf der Niveaustufe war, wie wenn du auf dem Klo sitzt, dir den Arsch abwischst und nochmal das Toilettenpapier beäugst, ob noch was dran ist. In dem Bezug war dann The House die Klospülung, würde ich sagen. Aber wie dem auch sei, in jeglicher Hinsicht ist der lustige Blubberschwaß jetzt vorbei und wir dürfen uns wieder dem Ernst des Lebens widmen. Och nee! Gleich klingelt wieder irgendwo random eine Telefonzelle. Ich sehe es schon kommen. Blackbeard hat immer noch nicht seinen Schatz wieder. Der wird langsam sauer. Da hat er keinen Bock mehr drauf. Apropos, das Game heißt übrigens There's Something Wrong With Me. Ich fand das recht passend zur allgemeinen Gesamtstimmung. Es stimmt irgendwas nicht mit mir. Ich glaube, es geht um Seth. Hier kommen übrigens diejenigen rein, die nicht abonniert haben. Sieht aus, als hätte da jemand 27 Mal mit seinem Kopf gegen die Wand geschlagen. How? Monte? Verstehe ich. Ja, und was soll ich jetzt hier machen? Mensch, Simon, hilf mir doch mal. Sitz da nicht einfach bloß so rum. Ich habe keine Lust mehr. Doch, es freut euch so sehr. Wie ich mich hier abquäle und reichlich Blödsinn rede. Ha! Also jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum ich mich da gerade scheinbar ertränken wollte. Ist die Wanne leer? Oh, okay, Gott sei Dank. Ich dachte, da ist die letzte Hoffnung im Abfluss versunken, aber es ist nicht der Fall, Leute. Ich habe einfach bloß so ein kleines Techtelmechtelchen mit meinem Vorschlaghammer gepflegt. Verstehe ich. Und, wie war euer Tag so? Abrissexperte. Vorrangig fallen mir schlechte Indie-Horror-Games zum Opfer. Nee, Spiel, das soll keine Drohung sein. Immer gönn. Komm, zeig alles, was du hast. Oh, da ist schon wieder die Brechstange. Damit erschlägst du kleine Lilliputaner in meinem Keller. Ich weiß es. Ich habe alles gespielt, Alter. Es wird langsam interessant. Oh, Blackbeard, jetzt gibt's einen Schatz an den Kragen. Was da drin? Hoffentlich Kekse. Nee, eine Taschenlampe. Die hat da drinnen gewohnt. Die wurde auch artgerecht gehalten. Ja, Glück für sie. Dann kann ich ja jetzt auch umziehen.
Eins nach dem anderen. Jetzt bin ich dran, okay? Darf ich jetzt schöne Sachen haben? Nee, offensichtlich nicht. Karge Steinwände habe ich. Ich habe jetzt nur die Taschenlampe, damit das Game jetzt das Licht ausknipsen kann. Ja, komm, tu nicht so. Du hast dich nicht mal bemüht. Herzschlag. Oh, jetzt habe ich nicht mal mehr meine Taschenlampe. Dankeschön. Warum? Warum macht ihr das immer? Seit Jahren predige ich dasselbe. Warum glauben Leute, die Spiele machen, dass das eine geile Idee ist, ab und zu einfach mal das Licht komplett auszustellen? Das ist nicht gruselig. Das ist einfach schwarz. Licht am Ende des Badezimmers. Ich hab's gefunden. Dankeschön. Darf ich mich jetzt bitte ersaufen? Es sind einige Gründe dazugekommen. Oh, danke sehr. Okay, erledigen wir es. Oh, Blackbeard wird ausrasten. Ich mach's lieber schnell. Kennst du Türspionen im Badezimmer, Alter? What? Leute, ich habe ja fast das Gefühl, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Okay. Jetzt bin ich den ganzen Weg hierher gelaufen, dem Weg entlang. Und dann ist da eine unsichtbare Wand. Hier ist noch eine unsichtbare Wand. Alter, wenn der wenigstens nicht durchs Unterholz schleichen würde, Alter. Zum Schluss kommt eh bloß wieder ein Screen mit The End. Ihr wisst es doch. Simon! Du warst jetzt hier keine große Hilfe. Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht gucken. Wenn du das jetzt hörst, hast du es trotzdem gemacht. Leute, die wunderbare Welt der Indie-Horror-Games, die hat uns auf jeden Fall ein weiteres Mal verzückt. Kann mich vor Begeisterung kaum halten. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, hat alles richtig gemacht.